Auf der Hauptwache Nord bekommen es die Kripo-Kommissare Jan-Ove Mertens und Klaus Schäfer nun mit einer dreisten Betrugsmasche zu tun. Wir müssen ganz dringend mit jemandem von der Kripo reden. Meine Mutter wurde mir Geld betrogen. Wir möchten unbedingt jemanden von der Kripo. Ganz schnell, bitte. Was ist da passiert? Erzählen Sie mal. In Kurzem. Ja, kommen Sie mal mit rauf. Kommen Sie mit rauf zu uns. Wir haben schon öfter festgestellt, dass in gewissen Fällen die Menschen sich an die Polizei wenden. Für sie aber wichtig ist, weil die Kriminalpolizei steht als die ermittelnde Behörde da, dass sie direkt die Kripo sprechen wollen. Also das ist nichts Unnormales gewesen. Ja. Erzählen Sie mal. Entschuldigen Sie bitte, aber ich bin total aufgeregt. Und es war so, ich habe meine Tochter erwartet. Ja. Und ich ging an die Tür. Total überrumpelt. Und da stand so ein Mann. Und er hatte gesagt, meine Auffahrt sehe so schlecht aus. Und die haben also halt etwas von dem Rollsplit übrig gehabt und wollten fragen, ob sie meine Auffahrt machen könnten. Für 100 okay. Euro. Und ich dachte, naja, ich habe eh wenig Geld. Für 100 Euro, okay, ist alles super. Aber im Endeffekt hat meine Mutter viel mehr Geld bezahlen müssen. Es waren 3.000 Euro. Die Masche, die hier zur Anwendung gekommen ist, kennen wir sowohl aus dem Bereich der Dachdecker als auch von diesen Straßenbauarbeiterkolonnen. Unter Vorspiegelung äußerst günstiger Preise wird eine Arbeit angeboten, die wird, ich sage mal, schlampig ausgeführt und dann werden horrende Summen dafür verlangt. So, und das waren wie viele Männer, die Sie dort... Es waren drei Männer. Drei Männer waren die das. Die waren ca. 1,70 bis 1,80. Nicht so schnell. Ich mach mal eben Ihre Personalien. Schreibe ich mal eben auf und dann schildern Sie mir. Okay. Okay? Ich mach das schon. Also drei Männer, 1,70 bis 1,80 groß. Genau. Zwei von denen hatten eine Mütze auf. Und der eine hat einen Bart, beschütterndes Haar und er hat einen Brandmal am unteren linken Arm. Plötzlich platzt ein Handwerker in die Befragung. Er ist Inhaber eines Asphaltierungsbetriebs und will sich über einen Sachverhalt beschweren, der scheinbar irgendetwas mit der vorliegenden Tat zu tun hat. Wer sind Sie? Ingo Borowski. Herr Borowski, was haben Sie jetzt mit der ganzen Sache hier zu tun? Ich bin angerufen worden, dass ich irgendwie gefuscht haben sollte in Duisburg. Okay. Ja. Und irgendwie soll ich irgendwie jemanden betrogen haben um 3.000 Euro. Aber ich war die ganze Zeit in Oberhausen gewesen, ich war nicht in Duisburg. Sie kennen diese Frau doch. Ich kenne die Frau überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe mich angerufen, wie ich auf der Arbeit war. Wieso hat man Sie angerufen? Müssen wir Ist irgendwie gefuscht worden, die ist betrogen und um 3.000 Euro, hat sie mir erzählt, wollte eine Anzeige gegen mich machen. Und das ist Ihre Firma? Borowski ist Ihre Firma? Das ist meine Firma, richtig. Der Herr Borowski war ein sehr solventer Mensch, der mir auch ganz klar sagte, welche Arbeiten er heute gerade durchgeführt hat mit seinen Mitarbeitern und er gar nicht in dieser Gegend war und solche Arbeiten auch gar nicht durchführt. Okay, tun Sie mir einen Gefallen, nehmen Sie einmal bitte Platz, ich gehe einmal rein und werde das nochmal klären. Wie sich herausstellt, hat die Tochter der Geschädigten den Firmeninhaber kontaktiert, bevor die beiden zur Wache gekommen sind und ihn am Telefon des Betrugs beschuldigt. Wie sind Sie auf die Firma Borowski denn gekommen? Auf den Hemden, auf der Jacke da drauf, da stand Borowski. Auf den Hemden stand Borowski genau. Drauf. Die drei Täter trugen angeblich Arbeitsbekleidung des Asphaltierungsbetriebs. Für Mutter und Tochter war es daher klar, dass eben diese Firma hinter der Schandtat stecken muss. Die Frau Ernst teilt mir mit, dass die Leute, die bei Ihnen gewesen sind, genau diese Jacken und getragen haben mit dem Aufschrift Borowski drauf. Was? Kann doch gar nicht sein. Ich war bei meinen Leuten, die können gerne nach Oberhausen fahren. Hören Sie auf. Ich war mit meinen Leuten niemals in Duisburg. Ich glaube Ihnen das. Sie hat mir gesagt, es sind drei Männer gewesen. 1,70 bis 1,80 groß. 1,70 bis 1,80, sind sie doch alle. Haben beide Mützen aufgehabt. Tragen Sie Mützen bei sich in der Firma? Ja, klar. Tragen wir auch. Tragen Sie auch? Und einer hatte ein besonderes Brandmal am Arm. Das kann dieser Per Klaus gewesen sein. Wer ist Per Klaus? Der hat bei mir vor einem halben Jahr mal gearbeitet. Herr Klaus. Ja, ich habe ihn damals entlassen, weil er mich bestohlen hatte. Hatte mir Hemden geklaut, Arbeitsgeräte hat er mir geklaut gehabt. Ich habe ihn natürlich gefragt, ob er noch Daten von diesem Herrn hat. Und er hatte in seinem Handy seine Handydaten und den Namen Per Klaus. Und das sind für uns Ansatzpunkte. Um diesen Menschen werden wir uns jetzt kümmern. Herr Borowski, ich glaube, Sie haben mit der ganzen Sache hier nichts zu tun. Tun Sie mir einen Gefallen, kommen Sie wieder runter. Gehen Sie zu Ihrem Job, ich habe das alles aufgenommen. Wir werden mit Frau Ernst jetzt weiter darüber reden, wie wir weiterverfahren. Ist das okay? Alles klar. Gut, vielen Dank. Auch der Chef ist ein Opfer der Betrüger. Einen weiteren Hinweis zu ihrer Ergreifung entdecken die Beamten auf den Fotos des Baupfuschs, die Tochter der Geschädigten gemacht hat. Also das ist doch Betrug. Die müssen doch gestoppt werden. Was ist das denn? Kannst du das lesen?
Baustoffe. Kannst du dadurch was in Erfahrung bringen? Gucken, müssen wir mal sehen. Werden wir ganz gleich sehen. Die Firma ist bei uns revierseitig bekannt als einer der größten Verleiher, die wir hier haben. Frau Ernst, tun Sie mir jetzt einen ganz großen Gefallen. Gehen Sie jetzt nach Hause. Wir haben mit dem Inhaber Borowski gesprochen, er war es wirklich nicht. Wir werden jetzt aber trotzdem, weil wir ein paar Ansatzpunkte haben, von ihm auch bekommen haben, weiterhin ermitteln. Wir werden uns mit Ihnen wieder in Verbindung setzen. Kommissar Mertens bittet die Geschädigten, ihre Personalien zu hinterlassen, um sich dann mit seinem Kollegen zu beraten, wie sie den Verdächtigen aufspüren können. Der Borowski draußen hat mir erzählt, dass er einen Mitarbeiter hatte, Per Klaus. Den hat er vor einem halben Jahr rausgeschmissen, weil der alle Sachen geklaut hat. Baustoffe, unter anderem auch seine Klamotten. Der ist weg, auf den würde die Beschreibung passen. Der hat am linken Unterarm sogar ein Brandmal. Okay. Aber auf dem Foto von der Lütschen haben wir gesehen, Anhänger. Der ist ein Baustoffhandel, der verleiht alle Sachen. Okay, das heißt also, die Jungs haben die Uniform, hätte ich fast gesagt, die Arbeitsuniform nicht abgegeben, tauchen als Firma Borowski auf und leihen sich Dinge aus. Und machen Betrügereien mit Frischarbeit. Okay, dann wäre es ja, dann könnten wir ja eventuell telefonisch rauskriegen mit einem kleinen Trick, wo die sich aufhalten. Da die Beamten vom Ex-Chef die Telefonnummer des Diebes erhalten haben, wollen sie ihn anrufen und unter einem Vorwand seinen derzeitigen Aufenthaltsort in Erfahrung bringen. Ja, schönen guten Tag, mein Name. Ich habe mich als Inhaber der Firma ausgegeben und habe schadhafte Achsen an den Hängern vorgegeben. Und dass wir die Anhänger austauschen müssen und dass wir kostenlos anbieten, die vor Ort auszutauschen, damit dem Leier keine Kosten entstehen. Wir möchten Sie bitten, uns mitzuteilen, wo Sie sind. Dann liefern wir Ihnen einen neuen Hänger an und nehmen den alten mit. Ja, ich stehe unter Straße 45. Unter Straße 45 in Duisburg? Ja. Okay, das kann einen Augenblick dauern, bis wir da sind. Wir bringen Ihnen so einen gleichen Hänger her, ein neues Modell. Ja, ich warte dann auf Sie. Okay, alles klar, bis gleich, ciao. Bis gleich, ciao. Mit allen Informationen, die wir jetzt haben, sind wir ziemlich gespannt, was uns vor Ort erwartet. Das kann ganz locker ablaufen, das kann aber auch ein richtig haariger Einsatz werden. Ich würde sagen, dann fahren wir jetzt mal ganz schnell hin. Ja, genau. Gucken wir uns den Spaß nochmal vor Ort an, ne? Würde ich sagen. Und dann nehmen wir Paul und noch jemanden mit um den Streifenwagen. Genau. Und weil wenn der so viel auf dem Kerbholz hat, möchte ich da nicht alleine auftauchen. Der mutmaßliche Betrüger hat angebissen. Um ihn zu schnappen, dürfen die Kriminalkommissare keine Zeit verlieren. Die Beamten haben durch das Telefonat bereits in Erfahrung gebracht, dass das kriminelle Trio in diesem Moment erneut seine Asphaltmasche abzieht. Und das sogar nur wenige Straßen vom Wohnhaus des bereits bekannten Opfers entfernt. Die Dreierkolonne ist auch da. Ja, ich sehe den. Kannst du erkennen, ob die Borowski draufstehen haben? Das kann ich nicht beim besten Willen nicht lesen. Die haben alle ein Schild, was ich weiter lesen kann, hier oben. Ja. Einer hat zwei haben eine Mütze auf, genau wie die Frau beschrieben hat. Und einer klein mit Brille. Der Hänger, das passt alles. 32, zwei von 32, 15 kommen. Hinzu kommt, das ist ja auch örtlich. Zur Information, der Hänger mit der Dreierkolonne ist am Haus im Eingang arbeiten. Wir fahren jetzt ganz langsam vor. Zieht bitte auch vor. Das sind die, mit Sicherheit. Da wir wussten, dass einer der drei Täter zwei offene Haftbefehle hat, haben wir uns natürlich vorsichtig genähert. Bei mir selber war so ein Bauchkribbeln. Ich hatte ein Bauchkribbeln, einfach, weil ich einfach nicht abschätzen konnte, was da auf uns zukommt. Moin. Jeder Gebrauch von einer Schusswaffe ist für einen Menschen eine Belastung. Auch für einen Polizisten. Und wenn man dann noch auf einen Menschen schießen muss, eine besondere Belastung, sodass das bei uns auch nicht ohne weiteres vorbeigeht. Wir werden das weiterhin merken. Also ich spüre das auch innerlich, bin auch innerlich aufgeregt. Rettungswagen, schnell. Rettungswagen. Gib die Hand her, gib die Hand 32, her. 32,15 von Negon. Wir brauchen ganz dringend einen Rettungswagen. Schusswaffen gebraucht, Täter im Bein verletzt.
In der Situation konnte ich nicht mehr mich selber retten, weil schlicht und ergreifend die Gefahr bestand, dass ich abgefackelt werde. Der Blick meines Gegenübers wurde auch immer irrer, sag ich jetzt mal so. Und zum Glück hat mein Kollege das erkannt und hat dann durch einen gezielten Schuss in Bein die Situation für mich zum Glück bereinigt. Schusswaffengebrauch ist immer eine ganz heikle Angelegenheit. Die müssen wir erstmal selber verdauen. Selbst schuld, Macker. Selbst schuld. Könnt ihr mal erste Hilfe mit leisten? Verpisst euch doch mal! Selbst schuld. Seid ihr bescheuert, ey? Was ist das denn? Bitte gehen Sie rein. Ist gerade ein Tatort, bitte. Ist was passiert? Bitte gehen Sie rein. Tun Sie mir den Gefallen, machen Sie die Tür von innen zu. Die Frau ist in diesem Fall an dem Tatort nicht zu gebrauchen. Wir werden sie zu einem späteren Zeitpunkt hören. Und deswegen haben wir sie erstmal wieder zurückgeschickt. So, drücken Sie da rauf, raufdrücken. Bis ein Rettungswagen eintrifft, legen die Beamten dem Täter einen Druckverband an, um die Blutung zu stoppen. Aufgeschreckt vom Tumult in ihrer Nachbarschaft tauchen plötzlich die geschädigte Mutter und deren Tochter am Tatort auf. Auch wenn Sie hier in der Nachbarschaft wohnen, bitte, das ist ein Tatort. Bitte gehen Sie hinter die Absperrung. Bitte gehen Sie hinter die Absperrung. Frau Ernst mit ihrer Tochter tauchte auch am Tatort auf und stand mit einmal mitten unter uns. Es ist sehr störend, wenn so einem Einsatz mit Schusswaffengebrauch und gerade zwei Festnahmen, die noch am Streifenwagen stehen, Geschädigte dabei zu haben. Ich habe sie weggeschickt, habe sie beruhigt, habe ihr gesagt, dass wir unsere Maßnahmen getroffen haben und wir uns zu einem späteren Zeitpunkt bei Ihnen melden. So, einer von den beiden Tätern? Ja. Okay. Oh, guck mal hier. Schönes Brandmal am Unterarm. Sie sind Per Klaus? Ja, bin ich. Okay, Herr Klaus, Sie sind verhaftet. Sie haben zwei offene Haftbefehle. Ja. Und das, was Sie hier gemacht haben, ist auch strafbar. Ist Nötigung, das? Betrug. Wieso? Steuerbetrug. Ich sage gar nichts mehr. Okay, alles bitte einmal zur Dienststelle. Ja. So, Schritt zurück. Paul verarztet den anderen. Ja. Druckverband ist drauf. Okay. Er ist ruhig. RTW, hast du gesagt, kommt. RTW rollt. Und Zusatzkräfte kommen auch. Hat immer noch Kraft und Lust, uns zu beleidigen. Kann also so schlimm nicht sein. Was letztendlich dabei herauskommt, ist Aufgabe der Staatsanwaltschaft, insbesondere in Bezug auf die Tötung, mögliche Tötungsabsicht. Da wird viel von abhängen, welche innere Einstellung der Täter zu seinem Handeln hatte. Wegen Betrugs, Erpressung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erwartet das Trio eine harte Strafe. Im Zuge der Ermittlungen kann das erbeutete Geld der Geschädigten eindeutig identifiziert werden. Sie bekommt daher ihre 3.000 Euro zurück.